Hier ist Ronja und wir gucken uns heute ein weiteres von diesen wunderbar schlecht gezeichneten meiner animierte Geschichte slash echt passiert Geschichten an. Und zwar habe ich eine gefunden, die heißt: Ich esse Skorpione zum Frühstück, um giftig zu werden. Ich meine, also die letzte Folge, die ich gemacht habe, die verlinke ich euch auch nochmal hier oben beim i. Meinetwegen, ja, da ist ja noch ein bisschen Realität dran. Ich meine, wie weit wollt ihr es noch pushen, ja? Da ist nicht mehr viel Realität dran bei Ich esse Skorpione zum Frühstück, um giftig zu werden. Aber finden wir es raus, let's go! Die meisten Menschen essen Toast oder Müsli zum Frühstück, aber okay. Ich bin nicht wie die meisten Menschen. Alter, warum haben die immer so nervige Synchronsprecher? Ich mag die Person in der Geschichte schon jetzt nicht, weil der Synchronsprecher so nervig ist. Ich das weiß, glaube ich, das klingt wahrscheinlich ekelhaft für dich. Aber nein, das klingt einfach wie eine Lüge. Lecker, besonders wenn man sie anbrät. Aber egal. Okay, wenn du sie anbrätst, vielleicht. Vielleicht ist es so ein, keine Ahnung, in China essen sie ja auch wilde Sachen. Das ist ja fair enough. Ja, dies ist keine Geschichte darüber, wie Skorpione schmecken. Dies ist eine Nein? Geschichte darüber, warum ich mich überhaupt entschieden habe, Skorpione zu essen. Okay, erzähl's uns. Weißt du, mein Bruder hatte einen Unfall. Er half meinem Vater, das Dach auf unserem Haus zu reparieren und dann fiel er herunter. Er schlug heftig mit dem Kopf auf und die Ärzte dachten, er würde sterben. Aber er überlebte. Und um ehrlich zu sein... Warum ist er so böse? Warum? Also, er überlebte. So, oh ja, ich bin runtergefallen. Ich lag fast im Koma, aber ich habe überlegt... What? How? Und um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob das so gut war. Warum? Sein Kopf schlug so hart auf den Boden auf, dass er jetzt einen Hirnschaden hat. Er wurde nicht böse, er wurde einfach nur behindert, okay. Never mind then, I'm sorry. Für mich das zu sagen, aber ich fühle mich in seiner Nähe nicht sicher. Gleich nachdem das passiert ist und er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gingen unsere Eltern aus, um ein paar Lebensmittel zu kaufen. Okay. Sie ließen mich allein mit ihm und ich hörte in meinem Zimmer Musik. Okay, plötzlich spürte ich etwas Scharfes an meinem Knöchel und als ich nach unten schaute, biss mich mein Bruder. Er biss so hart, dass ich tatsächlich blutete. Ich schrie, aber er wollte nicht aufhören. Ich musste schließlich mit dem Bein hin und her schwingen, damit er aufhörte. Wie so ein Hund, den du versuchst so abzuschütteln, so ey, nein, geh weg. Er ist ein wildes Tier geworden. Ich habe meinen Eltern davon erzählt, sobald sie nach Hause kamen. Und sie haben mich angeschrien. Sie sagten mir, ich solle mich um ihn kümmern und dass es nicht seine Schuld ist, dass es Zeit braucht, bis er wieder normal wird. Nun, die Zeit vergeht. Ich glaube nicht, dass der wieder normal wird. Nein, zufälligerweise studiere ich Psychologie. Und wir lernen auch einiges über das Gehirn. Wenn einmal ein gewisses Hirnareal kaputt ist, dann ist meine professionelle Einschätzung als Studentin, dass das nicht so schnell wieder normal wird. Oder generell wieder normal wird. Das ist dann mehr so ein permanenter Hirnschaden. Wisst ihr, was ich meine? Wurden nur noch schlimmer. Ich installierte schließlich ein Schloss an meiner Schlafzimmertür und aufwachte, wie er in mein Zimmer wanderte. Es machte mich total verrückt. Alter. Es war so schlimm, dass meine Freunde aufhörten, vorbeizukommen, um abzuhängen. Weil der Bruder einfach Leute beißt. Einfach wie so ein dreijähriges Kind. Einfach beißen. Mein Bruder sei schrecklich. Wenn sie nur wüssten. Ich lag nachts im Bett und hörte ihm zu, wie er schrie und lachte und seine Fäuste an meine Wand hämmerte. Alter, okay. Das ist auch ein Level, wo man dann vielleicht das Kind nicht mehr zu Hause behält? Wie Angst gehabt hätte, hätte ich Mitleid mit ihm gehabt. Aber dann schaute ich auf meinen Knöchel und sah die Narbe vom Biss. Und ich erkannte, dass ich etwas tun musste, um mich zu schützen. Okay. Ich schlug vor, ihn in eine Anstalt für Menschen mit Hirnschäden zu bringen. Und mein Vater sagte, wenn ich nicht die Klappe... Okay. Erste gute Idee jemals in dieser Sendung. Vielen Dank, wie auch immer du heißt, grünhaariges Mädchen. ...halten würde, würde er mich in eine Anstalt stecken. Na okay. Gut, dann würde Der ich Vater nur noch wirkt auf ein bisschen anti. Aufpassen. Wenn er auch sie verletzen würde, dann wäre es ihre Schuld. Eines Tages babysittete ich ihn und er starrte mich immer wieder an. Seine Augen rollten umher und es sah aus, als wollte er mich töten. Es musste ein... Was soll... Ey, vor allem, warum will der Vater den denn nicht in der Anstalt stecken? Ich sag's nur. ...ein Ende haben. Ich versuchte, mich abzulenken, indem ich fernsah. Und da wurde ich auf eine Naturdokumentation aufmerksam. Es ging um Skorpione. Insbesondere Rindenskorpione. Die giftigsten im ganzen Land. Ihr Stachel kann bis zu 72 lang zu Taubheitsgefühl und Erbrechen führen. Ich weiß nicht warum, aber nachdem ich diese Sendung gesehen hatte, konnte ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Wie wäre es, so giftig zu sein? In diesem Moment beneidete ich diese Skorpione fast. Niemand konnte ihnen etwas antun. Ich begann zu recherchieren und am nächsten Tag ging ich los, um zu versuchen, einen zu finden. Ich hatte noch nie einen im wirklichen Leben gesehen, aber ich wusste genau, wo ich ihn finden konnte. Ich meine, das ist ein bisschen gefährlich. Nehmen wir mal an, du findest so einen Skorpion und der sticht dich und dann herzlichen Glückwunsch. 72 Stunden bist du ausgenockt und quasi paralysiert. Viel Spaß damit. Die Sendung sagte, dass sie Zitrusbäume mögen und direkt an der Straße gab es eine Zitrusfarm.
Ich ging nach der Schule dorthin und fragte den Mann, der die Farm besaß, ob ich einen Spaziergang machen konnte. Okay. Er wirkte misstrauisch und fragte mich, ob ich vorhabe, seine Früchte zu stehlen. Ich sagte nein. Ich erklärte ihm, dass ich nur ein paar Skorpione finden wollte. Und das ist natürlich ganz normal. Und dann sagt er mal, gar kein Ding. Natürlich, hier, viel Spaß auf der Zitrusfarm. Er sah schockiert aus. Dann bat er mich, ihm zu folgen. Okay. Ich führte mich nach hinten in einen großen Terrarium. Da drin waren Dutzende von Skorpionen. Ich konnte es nicht glauben. Ich lief hinüber und drückte meine Nase gegen das Glas. Sie sahen so cool aus. Darf ich welche kaufen, fragte ich ihn. Kaufen? Ha, du kannst sie alle kostenlos haben. Das erspart mir, sie später zu töten. Giftige, böse Dinger sind das. Dieser Tag war mein Glückstag. Er steckte sie für mich in einen Schuhkarton und sagte mir, ich solle wirklich vorsichtig sein. Die lebendigen Skorpione in den Schuhkarton, okay? Denn wenn sie mich stechen, könnte ich sterben. Ja. Ich ging mit der Kiste nach Hause und fand ein altes Aquarium, das wir hatten. Ich habe sie alle da reingetan, aber als ich sie hineinschüttete, entkam einer von ihnen. Ohne nachzudenken, sprang ich darauf. Ich hörte das knirschende Geräusch und ich zitterte. Ew. Und dann hatte ich einen anderen Gedanken. Ich hatte gelesen, dass man sie essen kann. Meine Eltern waren noch nicht zu Hause und mein Bruder war bei unserer Oma. Also ging ich nach unten und goss etwas Öl in die Pfanne. Dann frittierte ich den Skorpion und schnitt ihm den Stachel ab. Ich konnte es nicht glauben. Okay, aber wenn du den Stachel abschneidest, wo ja das ganze Gift drin ist. Wie willst du denn dann giftig werden, junge Dame? Dich dabei einen Skorpion zu essen. Ich habe mich sogar selbst dabei gefilmt. Ich könnte berühmt... Wer tut sowas? Okay. ...berühmt werden, dachte ich. Es schmeckte wie Popcorn. Ich schluckte ihn in ein paar Bissen runter und wartete, um zu sehen, ob etwas passieren wird. Aber ich fühlte mich gut. Ich entschied mich, das Video auf mein Instagram hochzuladen. Ich hatte nur etwa 50 Follower, aber trotzdem. Und dann, später in dieser Nacht, beschloss ich, etwas auszuprobieren. Hä? Ich schlich mich in das Zimmer meines Bruders, als er bereits eingeschlafen war. Seine Zehen ragten aus dem Ende seines Bettes. Ich biss auf seinen großen Zeh. Warum? Hä? Die gehören beide in der Anstalt, aber beide Geschwister. Es war nur ein kleiner Biss. Ich wollte nur sehen, ob ich nur ein kleiner Biss, bis er blutete. Ich wollte nur sehen, ob ich jetzt giftig bin. Aber stattdessen passierte etwas Schlimmes. Er trat mir ins Gesicht. Was erwartest du? Du beißt deinen Bruder im Schlaf in den Fuß. Und er tritt dich ins Gesicht. Okay, würde ich sagen, ist eine normale Reaktion. Sie fing an zu bluten. Er wusste nicht einmal, dass er es getan hatte. Er schlief noch immer. Ja, das sind so viel zum Thema giftig. Ich müsste nur mehr essen und es noch einmal versuchen. Nein, die Stacheln, da ist das Gift drin. Du musst nicht mehr essen. Am nächsten Morgen wachte ich auf und sehnte mich nach Skorpionen. Wir hatten an diesem Tag Sport und diese Sendung hatte gesagt, dass sie eine gute Proteinquelle sind. Diesmal wählte ich... Weißt du was? Ich glaube, das ist der erste Fakt in dieser Sendung, der stimmt. Ich einen kleineren. Ich hatte solche Angst, dass meine Mutter reinkam. Also tat ich es so schnell wie möglich. Vor allem... Aber dann hörte ich jemanden auf der Treppe. Es war mein Bruder. Das ist einfach ein lebendiger Skorpion. Und sie hält ihn in der Hand an seinem giftigen Stachel. Bruder. Oh nein. Ich schaltete schnell das Gas aus und warf den Skorpion in meinen Mund. Er bewegte sich immer noch und ich war dabei, ihn auszuspucken, aber es war zu spät. Er kroch mir in den Hals. Was? Ich hatte das Gefühl, dass ich ersticken würde. Ich nahm mir ein Glas Wasser und spülte ihn runter. Wie du? Nein! Du kannst doch nicht einfach einen lebendigen Skorpion essen. Ich meine, da stirbst du doch einfach. Vor allem nicht welche, die giftig sind. Er war jetzt in mir. Es gab nichts, was ich dagegen tun konnte. Mein Bruder streckte mir seine Zunge aus und plötzlich packte ich ihn und sagte ihm, er solle das nie wieder tun. Ich hatte das noch nie zuvor getan und es schockierte mich. Ich wusste nicht einmal, dass ich überhaupt in der Lage war, so mit ihm zu sprechen. Was? Und dann biss ich ihn wieder. Warum? Diesmal war er wach und spürte es. Sein Gesicht fing an rot zu werden und ich war mir sicher, dass ich ihn vergiftet hatte. Aber weißt du nicht, wie Gift funktioniert? Die Chance, dass du da noch stehst und lachst und deinen Bruder beißt, ist bei 0%, meine Liebe. Stattdessen fing er an zu schreien und rannte, um Mama und Papa aufzuwecken. Ja. Wenigstens ist er weggelaufen und hat mich nicht zurückgebissen. Vielleicht hat es doch funktioniert. Aber Nein. Oh meine Güte, ich habe den Stachel nicht abgeschnitten. Ich hatte einen Skorpion gegessen, der halb roh war und der immer noch einen Stachel hatte. Jetzt würde ich mich wahrscheinlich übergeben. Plötzlich hatte ich dieses seltsame Gefühl, das sich über mich legte. Es war aber keine Krankheit. Es war Macht. Als wäre ich jetzt diejenige, die die Kontrolle hatte. Was? Nein! Nein! Ich dachte, jetzt kommt sowas mit... Ja, komisches Gefühl. Der Skorpion hatte sie gestochen und sie stirbt jetzt. Aber nein, es ist Macht. Nicht mein Bruder. Vielleicht könnte ich mich so schützen. Also habe ich jeden Morgen Skorpione zum Frühstück gegessen. Es war zu riskant, sie in der Küche zu kochen. Also beschloss ich, sie einfach roh zu essen. Ich meine, ich hatte keine schlechten Nebenwirkungen. Obwohl ich den Stachel immer abschneide. So dumm bin ich nicht. Eines Morgens einen ganz besonders großen Skorpion. Und dann hörte ich in der Schule später zwei Mädchen über meinen Bruder tuscheln, als ich an ihnen vorbeilief. Auch wenn mich mein Bruder nervte, war es nicht seine Schuld. Also beschloss ich, mich bei ihnen zu rächen. Am nächsten Tag beobachtete ich, wie sie...
Ich möchte schon mal ankündigen, was sie macht. Sie beißt sie. Ihre Spinde genau zur gleichen Zeit öffneten. Ich werde ihre Schreie nie vergessen. Sie halten durch den Korridor und einer der Skorpione sah tatsächlich aus, als würde er sie verfolgen. Ich lachte so laut, obwohl es bedeutete, dass ich zwei von ihnen verschwendet hatte. Oh, naja, es gab noch viel mehr da, wo sie herkam. Was? Es war verrückt, dass ich mich wohlfühlte, sie zu essen. Ich genoss sie wirklich. Einige das ist verrückt, in der Tat. Sie waren anscheinend allergisch gegen ihr Gift. Also war ich einfach nur erleichtert, dass ich nicht einer von ihnen war. Am liebsten tauchte ich sie in Erdnussbutter. Ihre Krallen klebten alle zusammen und so zwickten sie mir nicht in die Zunge. In der Nacht. Ach stimmt, sie isst sie ja lebendig. Klar, dann deswegen die Erdnussbutter. Mach ich auch immer. Als ich nach Hause kam, fand ich meinen Bruder in meinem Zimmer. Ich war so aufgeregt, die Skorpione zur Schule zu bringen, dass ich vergessen hatte, das Schloss wieder an meiner Tür anzubringen. Ich erwischte ihn, als er gerade dabei war, meine Skorpionbox zu öffnen. Ich rannte hinüber und zerrte ihn zu Boden, aber es war zu spät. Einer der Skorpione war dabei zu entkommen. Bevor mein Bruder ihn anfassen konnte, packte ich ihn und dann fühlte ich es. Es war schlimmer als jeder Schmerz, den ich in meinem Leben empfunden hatte. Halleluja. Es begann in meiner Handfläche und schoss dann durch meinen ganzen Körper. Na, endlich. Er hatte mich gestochen. Vielleicht war ich doch allergisch. Oh nein. Was hat denn das mit allergisch zu tun? Das ist Gift. Ich würde sterben und mein Bruder wusste nicht einmal, wie man einen Krankenwagen ruft. Ich fing an, ihn anzuschreien und er lachte nur. Und dann, kurz bevor ich ohnmächtig wurde, sah ich ihn auf die Box zugehen. Ich wachte allein im Krankenhaus auf. Meine Eltern waren nicht einmal da und dann schaute ich nach links und da war mein Bruder. Aber er lag auch in einem Krankenhausbett und seine Augen waren geschlossen. Okay. Meine Eltern kamen plötzlich herein und sahen, dass ich aufgewacht bin. Und sie fingen an zu weinen und dann begannen sie mich anzuschreien. Sie fragten, warum ich Skorpione in meinem Zimmer hatte. Und dann sagten sie mir, dass auch mein Bruder von einem gestochen wurde und er noch bewusstlos war. Das war eine Katastrophe. Alles, was ich wollte, war giftig zu werden. Und Junge, was ist denn da? Also, sorry, aber du bist doch nicht giftig. Ich mich selbst und meinen Bruder vergiftet. Und wenn er nicht überleben würde, würde ich nicht damit leben können. Nee, nicht du hast euch vergiftet. Die Skorpione, die tatsächlich giftig sind, im Gegensatz zu dir. You know? Mir ging es gut, also beschloss ich, einen Spaziergang zu machen und etwas frische Luft zu schnappen. Ich sah einige bekannte Gesichter auf mich zukommen. Und dann wurde mir klar, wer sie waren. Es waren die beiden Mädchen von der Schule, die ich verarscht hatte, und ihre Eltern. Sie fragten, wo meine Eltern seien, und dann flippten sie aus. Der Vater des einen Mädchens fing an, sie anzuschreien und sagte, sie seien die unverantwortlichsten Eltern auf dem Planeten und dass ich ihre Tochter hätte töten können. Hätte sie auch! Die Grünhaarige gehört in den Knast! Es tut mir leid! Ich weiß nicht, woher sie gewusst hatten, dass ich es war, die das getan hatte. Und dann erinnerte ich mich an das Video, das ich hochgeladen hatte. Hatten sie es sich angesehen? Meine Eltern saßen einfach sprachlos da und griffen nach den Händen meines Bruders. Und dann sagte eines der Mädchen, seht ihr, ihr Bruder ist ein totaler Freak. Ich wette, er hat auch einen Skorpion gegessen. Und deshalb ist er hier. Meine Mutter stand auf und ich dachte, sie würde das Mädchen packen und sie schütteln. Aber dann drehte sie sich zu mir und sagte, du hast was gegessen? Dann zeigten die Mädchen meiner Mutter das Video und meine Mutter sah entsetzt aus. Warum zur Hölle würdest du das auf Instagram? Ich meine, komm schon! Und wollte mich nicht einmal ansehen. Nachdem sich meine Eltern in meinem Namen entschuldigt hatten und die Mädchen und ihre Eltern gegangen waren, konnte ich meine Mutter mit meinem Vater flüstern hören. Sie ist noch verrückter als unser Sohn. Wie ist das passiert? Ruf den Arzt. Ich hatte nicht einmal Zeit, meine Sachen sinnvoll zu packen und rauszulaufen, bevor eine ganze Gruppe von Ärzten mich in die Enge trieb und mich an das Bett fesselte. Dann brachten sie mich zu einem anderen Teil des Krankenhauses. Halleluja! Ich ging den ganzen Weg dorthin. Plötzlich war ich in einem Raum. Ich meine, okay, sie beißt Leute. Wisst ihr was? Die Maske ist sogar gerechtfertigt. Die Mütze weniger. Und sogar die Wände waren gepolstert. Hielten sie mich für verrückt? Ich konnte es nicht glauben. Wieso konntest du das nicht glauben? Es war mein Bruder, der verrückt war. Und ich hatte das getan, um mich zu schützen. Aber jetzt dachten sie, ich sei die Irre. Mein Video ging viral. Alle waren erschrocken darüber, wie aufgeregt ich aussah, als ich in den ersten Skorpion biss, den ich je probiert hatte. Mein Bruder wachte schließlich auf und es ging ihm gut. Schöner Touch. Meine Eltern brachten ihn nach Hause, aber sie ließen mich im Krankenhaus zurück. Ich verbrachte einen ganzen Monat in der Psychiatrie, bevor sie mich entließen. Das ist jetzt nie so lang. Als hätte mein Vater sein Wort gehalten. Er hat mich wirklich in eine Anstalt gesteckt. In der Schule ist es nicht mehr mein Bruder, über den die Leute flüstern, sondern ich bin es. Selber Schuld. Und das ist alles meine Schuld. Ich kann es nicht erklären, aber ich vermisse den Geschmack der Skorpione. Aber ich glaube nicht, dass ich bereit bin, bald wieder einen zu essen. Ja, besser ist es. Was? Vielleicht nächstes Jahr. Nein! Was hältst du von meiner Geschichte? Die ist erfunden! Das halte ich von deiner Geschichte. Die ist Müll! Falls ihr trotzdem möchtet, dass wir uns noch einmal... Ich meine, sie sind ganz entertaining. Ich gebe zu, ab irgendeinem Punkt machen sie dich wütend, aber es ist irgendwie ganz lustig. Deswegen, also falls ihr gerne möchtet, dass ich mehr davon mache, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und schreibt mir in den Kommentar, was ihr darüber denkt und dann sehen wir uns nächstes Video. Übrigens, abonniert den Kanal, das haben über 70% von euch Nasen noch nicht gemacht, also, na gut, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!